Hallo und ein herzliches Willkommen zu den Anime News. In dieser lang ersehnten Fortsetzung geht es diesmal um Fortsetzungen, Fortsetzungen und Busen. Der verrückte Alien Octopus und seine Schüler kehren im Januar 2016 zurück. Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass Assassination Classroom eine zweite Staffel bekommen wird, doch endlich verrät man uns das Release-Datum. In der Winterseason geht's also wieder weiter. Nanatsu no Taizai, auch bekannt als The Seven Deadly Sins, wird ebenfalls fortgesetzt. 2016 soll wohl ein neuer Anime zum gleichnamigen Manga starten. Nähere Infos gibt es bestimmt in Kürze. Was auch immer da los ist bei God Eater, die letzten vier Folgen kommen aber wohl im Winter. Erst kam der Anime zu spät, dann wurde bekannt, dass er mit Episode 9 vermutlich in der Summer Season enden würde und jetzt diese Ankündigung. Naja, wem God Eater gefällt, die letzten vier Folgen kommen noch, nur später. Heute haben wir es aber auch nur mit Fortsetzungen zu tun. Auch Fate Clyde Liner Prisma bekommt eine weitere Staffel. Das wäre somit schon die vierte Staffel des Magical Girl Anime aus dem Universum von Fate Zero und Garden of Sinners. Zum Schluss müssen mal wieder traurige Neuigkeiten ran. Highschool DxD geht im deutschen Fernsehen weiter. ProSiebenMax wird ab 11. November in der Anime-Mittwochnacht die zweite Staffel des magischen Busenspektakels zeigen. Ein weiteres Mal dürfen somit viele Taschentücher dran glauben. Das waren die News diese Woche. Wartet gespannt auf neue Nachrichten.